Spedifort TV. Wir erklären euch Themen von der Praxis für die Praxis. Wie sieht ein Tautliner aus? Was sind Felder? Was sind Alu-Seitenbretter? Und wie öffnet man denn überhaupt? Ich sag mal, das sind so die Grundbasics von einem Quereinsteiger in der Disposition, wo man den gängigsten LKW erklärt. Ich war extrem stolz, als ich zu Beginn von Spedifort Andreas Schubert davon überzeugen konnte, uns den Tautliner zu erklären. Und genau das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Video. Das ist ein Tautliner-Auflieger. Der Vorteil von einem Tautliner-Auflieger ist, dass man ihn links, rechts öffnen kann, hinten und das Dach. Im Tautliner-Auflieger muss man die Plane hinten lockern. Das ist ein Spannsystem. Muss man vorne die Leiste lockern. Dann kann man die Plane nach hinten ziehen. Der Tautliner hat 4 Felder, die mit Rungen unterteilt sind. Ein Feld hat 4 Alulatten. In der Regel, es gibt natürlich auch Auflieger, wo ein Feld nur 2 Alulatten hat. Bei älteren Aufliegern ist es auch möglich, dass Holzlatten drin sind. Also dass in diesen Feldern Holzlatten sind. Bei den neueren Aufliegern eigentlich nicht mehr. Aufgrund des Ladungssicherungszertifikates ist es wichtiger oder besser, Alulatten drin zu haben. Ein Feld von einem Auflieger hat ca. 3,40 Meter. Normalerweise hat ein Tautliner eine Ladehöhe innen von 2,70 Meter und eine seitliche Durchladehöhe von 2,65 Meter. Es gibt verschiedene Systeme mit Hubdach. Da verringert sich die seitliche Durchladehöhe, kommt darauf an, welcher Hersteller, aber um 10 cm. Somit hat er eine seitliche Durchladehöhe von ungefähr 2,50 Meter, 2,55 Meter. Aber die Innenhöhe von 2,70 Meter ist meistens bei allen Aufliegern gleich. Bei dem Schiebeverdeckauflieger muss man hinten die Verriegelung lösen. Dann kann man das Schiebeverdeck oben aufschieben bis zur Stirnwand des Aufliegers und kann somit von oben mit dem Kran beladen. Und so schiebt man das Schiebeverdeck einfach ganz leicht nach vorne bis zur Stirnwand. Die Stirnwand kann man nicht öffnen. Die Stirnwand dient zur Ladungssicherung bzw. dass das Ladungssicherungszertifikat eingehalten werden kann. Die Außenbreite eines planen Sattelaufliegers sind 2,50 Meter und innen oder 2,47 Meter. Die Bodenösen dienen zur Ladungssicherung. Da kann man die Spanngurte einhängen bzw. die Ladung mit Ketten, Spanngurten oder anderen Sicherungsmaterialien sichern. Zur Ladungssicherung nach vorne oder nach hinten kann man auch Spannlatten verwenden. Die Spannlatten müssen links und rechts verriegelt werden. Zum Sichern gegen Verrutschen benötigt man Anti-Rutschmatten, die zwischen der Ladung und dem Aufliegerboden gelegt werden müssen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt uns einen Kommentar, teilt es, liked es, schreibt uns eine Frage für eine nächste Folge an frage@spedifort.com. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Wir sehen uns in der nächsten.